Guten Morgen, werte messerbegeisterte Freunde der scharfen Klinge und alle, die da draußen auf der Suche nach einem hübschen EDC-Video sind. Hier seid ihr genau richtig. Heute Morgen möchte ich euch vorstellen von Real Steel das Receptor in der Stonewashed-Variante. Ja, ich begrüße euch recht herzlich, schon das zweite Mal, aber ihr seht es, sobald ich dieses Gerät in die Hände nehme, steigt mein Puls nach oben. Es ist ein Klassiker, 4-5 Jahre schon auf dem Markt. Nein, ein Klassiker ist es natürlich noch nicht, aber für alle, die eine EDC suchen und ein Messer, welches sie ständig und jeden Tag bei sich tragen können, ist das wohl, ja, eine Alternative, die man sich anschauen sollte. Zur Größe, es ist ähnlich groß wie das CRKT aus der Minimalist-Serie. Es ist nahezu gleich. Hier haben wir die Vierfinger-Variante, wo der hintere kleine Finger aufliegt. Und hier beim CRKT eine Dreimesser-Variante, wo der letzte Finger quasi den Lanyard umhüllt. Ähnlich zu gebrauchen in der Handhabung, obwohl die Klingenform ganz eine andere ist. Dieses Real Steel Neck Knife wird geliefert mit dieser Plastikscheide, die sehr, sehr solide das Messer umhüllt. Es wackelt keinen Millimeter und lässt sich mit einem Ton einrasten. Wirklich solide und toll verarbeitet. Der Stahl ist ein 9CR18 MOV Stahl im Osterpehl Design. Osterpehl, unser polnischer Freund, der für viele, viele Varianten bei Real Steel und auch, ich glaube, bei anderen Messerherstellern ein sehr beliebter Designer ist. Unser asiatischer Stahl hier, der verbaut wurde, ist sehr solide, ein super Preis-Leistung Stahl und ja, für den harten bzw. normalen Gebrauch mehr als geeignet. Die G10-Schalen sind abgerundet, leicht geriffelt hier in der Mitte. Das Messer liegt ja außerordentlich gut in der Hand. Das Chimping schmiegt sich dem Daumen an, aber vermittelt trotzdem die nötige Sicherheit. Hier kommen wir zu unserem unglaublich beliebten Schärfespiel. Man sieht, ich hatte es lange in Gebrauch und muss dringend nachgeschärft werden. Wobei ich denke, das kriegen wir doch noch etwas besser hin. Ich versuche es nochmal. Ja, es geht alles eine Frage des richtigen Winkels. Jetzt fangen wir nochmal an. Einmal schauen, ob es noch schneidet. Jawohl, super. Naja, in jedem Falle müsste hier nochmal der blaue Brocken zum Einsatz kommen. Mein beliebter Schärfestein und ich überlege schon seit langem, ob nicht ein Schärfevideo erfolgen soll demnächst. Ja, das Receptor von Real Steel wird geliefert. Ich zeige es euch nochmal in dem klassischen Karton von Real Steel. Da habe ich leider noch nie was anderes gesehen, obwohl er mir eigentlich gefällt. Hier haben wir ein Real Steel Tuch dabei, damit wir unsere Klinge immer hübsch fresh halten und sie im Glanze erstrahlt, wenn ihr so wollt. Ja, dann haben wir hier für den Real Steel natürlich eine Erklärung und die Übersicht verschiedener Messervariationen. Da dürfte dem ein oder anderen das ein oder andere Messer mit Sicherheit mehr als bekannt sein, da Real Steel sich großer Beliebtheit erfreut, wenn ich das so sagen darf. Des Weiteren hier noch eine hübsche Erklärung zu eurem Receptor, die technischen Daten
Womöglich könnt ihr hier schon einiges entziffern. Prima, das Real Steel Receptor, ein EDC Neckknife, wie aus dem Bilderbuch schon wieder, würde ich sagen. Wobei es mir tatsächlich außerordentlich gut gefällt. Es ist alles abgerundet, es schmiegt sich toll in die Hand. Es ist optisch und haptisch wirklich, wüsste ich nicht, was man besser machen könnte. Außerdem obliegt es mir auch nicht, Verbesserungsvorschläge den Messernherstellern zu unterbreiten. Ich kann mich lediglich an dem erfreuen, was sie uns liefern. Und in diesem Falle liefern sie was wirklich Tolles. Super, da hatte ich jetzt die ganze Zeit die falsche Scheide im Bild. Hier ist natürlich die richtige. Erinnert euch, super fest. Auch möglich, einen Clip hier anzubringen. Den habe ich hier verbaut. Der würde jetzt quasi hier angebracht werden, um dieses Messer gerne auch am Gürtel quer zu tragen. Oder hinten im Trapper-Style, hinten an der, hinten am Gürtel, ihr wisst, was ich meine. Nicht mein Style, aber dem einen oder anderen gefällt es wohl ganz gut. Super, dann haben wir für heute Morgen an diesem Sonntag, bei dem ihr gerne daheim bleiben könnt, hier in Süddeutschland, weht der Wind und schwarze, dunkle, hässliche Wolken machen sich parat. Als letztes nochmal ein Aha, ein Jesus und Maria ist das Teil scharf. Schnitt und komme auch schon zum Ende. Das Real Steel Receptor in der Stonewashed Variante mit schwarzen G10-Schalen. Ein wirklich tolles EDC Neckknife. Kostet um die 50 bis 60 Euro, würde ich sagen. Aber dafür bekommt ihr jede Menge EDC, jede Menge Spaß und alles andere, was ihr euch so wünscht. Prima. Einmal zugemacht das Ganze. Ich werde mich jetzt wohl etwas von diesem anstrengenden Video entspannen. Wünsche allen einen schönen Sonntag, einen friedvollen Sonntag, wenn das überhaupt möglich ist in diesen unfriedvollen Zeiten. Bleibt fresh. Erfreut euch an dem, was euch Spaß macht und bleibt wie ihr seid. Bis bald. Peace.